Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir eine kleine Monsterjagd gemacht. Und zwar haben wir ein paar Monster hier von den Kijara-Fällen erledigt und ein Elite-Monster erledigt, was gar nicht mal so einfach war. Zum Glück hatten wir aber Rowan dabei. Deswegen, ja, würde ich sagen, wir gehen jetzt zu Nirkea, das Dorf der Geister, und schauen uns da mal um. Und wenn da nichts Besonderes ist, dann weiß ich nicht, dann tun wir noch ein paar mehr Monster plätten. So, aber erstmal, wir haben ja im letzten Part irgendwas erledigt, deswegen können wir ja mal ein paar Dinge hier abgeben. Sehr schön. Sehr schön. Ja, wir könnten auch zu Milas Schrein gehen, fällt mir gerade ein. Aber naja. Nirkea Geisterpfad, warte mal, wo ist? Ich muss mal kurz mal aufgeben. Die können wir annehmen, wenn wir die Gegenstände auch haben, finde ich. Wir müssen, glaube ich, für ein Viech hier zum Nirkea Geisterpfad, genau. Würde ich sagen, wir nehmen schon mal hier Nirkea Geisterpfad Monster mit. Nirkea Geisterpfad. Und ja, das war's. Da ist Mila Schrein, der ist ja direkt dahinter, deswegen. Genau, Lea. Elise, die Agenten waren überhaupt nicht so schwer verwundert. Sie haben nur ein paar blaue Flecken. Ich habe das Gefühl, dass Julius sich mit Absicht zurückgehalten hat, damit sie nicht allzu sehr verletzt. Findest du? Später, Dimension, der Chromatus. Momentan passiert so viel, dass mir ganz schwindelig davon wird. Aber was auch passiert, Ludger, du sollst wissen, dass ich dir immer noch vertraue. So, warte mal. Haben die vielleicht Informationen zu dem Monster? Strahlen auf den ersten Blick wird es niedlich, aber es ist schwer zu treffen, weil es in der Luft fliegt. Es niederzuschießen und dann als Team zurückzugreifen, scheint am effektivsten zu sein. Okay, das ist schon mal ein sehr guter Hinweis. Das heißt, ich tue mal Ludger und Alvin reinnehmen. Und die beiden noch. Ja. Perfekt. Wie sieht eigentlich jetzt hier so mit den Beziehungen aus? Oh, Rowan, mein Gott. Was ist das hier? Das ist ein Zeichen für ein Gemischtwarenladen, oder? Jo. Dann dünn. Mein Gott, wie viel TP die verbrauchen, das ist doch unnormal. Gorgonenblick. Giftstachel, Insektenlöse. Oh, hallo. Eine schöne Feder, seltsames Fragment, harte Schuppen. Ja, ist jetzt nicht so wichtig, finde ich. Oder Waffenladen. Okay, dann weiß ich nicht. Gehen wir, würde ich sagen, zu Wiener Schrein in Richtung. Wow. Hat sich einiges verändert an der Karte, finde ich. Ich wette, da ist irgendwas, ich wette. Dass da irgendwas ist. Okay. Die Wette verloren. Muah. Müsste nicht einmal auch noch irgendwo hier sein? Aber naja, anscheinend nicht, ne? Prüfen. Gebetfähnchen. Okay. Von haben wir auch schon ganz schön viele, ne? Also 3 Stück. Oh, dann habe ich gesucht. So gut, sehr gut, sehr gut. Wo ist endlich mal hin? Oh. So, weg. Gehen überall mit blauen Flecken irgendwo raus. Hier bin ich. Oh, hier ist ein Schatz. Einfach so. Wow, mehr Elementerz. Sehr schön. Da muss ich einsetzen, bevor ich gegen so ein Bakura-Viech kämpfe. Dann regnet es nur so Elementarerz. Oder Elementerz. Hey, ich habe eine Katze gehört. Hallöchen. Gimbart. Grimbart. Gimbart, was? Lange gedauert hat eigentlich noch mit der Katze? Ein bisschen. Okay. Ja, schön, wenn wir eine Katze finden. Warte mal, ich könnte auch so nachgucken, ob hier eine Katze ist, ne? Ne, im Moment nicht. Ah. So, dahinter ist jetzt dieses eine fürchterliche Gebiet, wo die ganzen starken Monster warten. Wer weiß, wie sich das hier verändert hat. Vielleicht sind die Monster jetzt da auch nicht so
Xagut Sturmtalwiese. Was? Achso, ja. Ja, zum Liakera Geisterpfad. Warte mal, da war noch ein Haus. War ich überhaupt in Demos? Ich glaube nicht, ne? Na, Ron, habt ihr bereits herausgefunden, was das für Daten waren? Ich nehme an, sie stammen aus dieser Splitterdimension, oder? Ich wusste von Anfang an, dass es Ärger geben würde, aber ich habe mir trotzdem zu viel eingebrockt. Aber hey, so ist mein Leben, nicht wahr? Jo, so ist es. Das wissen wir nur zu genau. Okay. Ja. Fischeintopf, sehr gut. Ging zwar schon genug Geld, aber was soll's. Das Schmuck ist wirklich schön, das hat mir nicht so. Das sind die Lehren von Mila. Was? Was für ein Schmuck? Was? Also jetzt gerade ein bisschen geglitscht. Das wäre da irgendeine Person gewesen oder so. So, haben wir irgendwas hier. Prüfen, Möhre. Jawohl. Das hat mir noch gefehlt in meiner Sammlung von Sachen. So. Muss ich auf die Hühner drauf gehen? Wahrscheinlich passiert dann genau das gleiche wie in Zelda. Ich zwar nie gespielt, aber habe ich was von gesehen und gehört. Und anscheinend sollen einen Hühner fertig machen können. Was sagt das nur über den Helden aus? Na gut. Komm schon. Brauchst irgendwas zum Prüfen? Wolltest dich doch. Schweininchenohren. Oh. Ausrüstungsgegenstände nehme ich an. Noch nicht. Bald. Bald geht's richtig ab. So, ich weiß nicht, wo Jude ist, aber naja. Jude ist irgendwie nicht da. Es macht ein Schläfchen irgendwo, glaube ich. So, hier müssen wir einige Viecher erledigen. Ich speichere mal lieber. Weil wer weiß, wie sich das Viech benehmen wird. Ich werde auf jeden Fall mit Ludger kämpfen. Also von der Ferne aus schießen, kein Problem. Kann ich auch irgendwie einstellen, dass er nur mit Schusswaffen kämpft oder so? Weil das ist ein bisschen so blöd. Ich würde sagen, wir suchen erstmal schnurstracks das Viech. Und machen das ganz schnell fertig. So, Pipits muss ich erledigen, das weiß ich. Oh, Truhe, geil. Wenn das gut ausgeht, dann können wir uns gegen die Gegner hier. Dann können wir gegen die Gegner hier kämpfen. Ne, ich würde sagen, danach gehen wir direkt zu Mila Schrein. Ich glaube, wenn ich gleich 20 Minuten für einen Gegner brauche. Obwohl, naja. Man weiß nie. Finde ich aber auch gut, dass die Kämpfe so lang sind und nicht so einfach sind. Ich weiß nicht, wie halt hier für den Zuschauer so ist, aber ich finde die richtig spannend so. Ja, ich weiß nicht, wie halt für den Zuschauer ist. Vielleicht findet ihr tot langweilig hier, wie ich irgendwie 10 Minuten gegen ein Viech kämpfe. Oh, eine Katze. North. Sehr schön. Aber naja. Ich habe meinen Spaß. Und das ist doch das, was zählt, oder? Es ist nicht das, was der Zuschauer will, es ist das, was ich will. Genau. Oh Gott. So, Art erlernt, Fertigkeit erlernt. Kritisch und KP gewinnen. So, kritisch, da hätte ich gerne. Mein Gott, wie viele Dinger du hast. Ja, wenn ich schlecht. Vitalität, mehr Abwehr, ja, das glaube ich jetzt besser erstmal. Stärke. Die ganzen Dinger, das ist mir auch erst spät eingefallen. Die wirken sich ja auch ein bisschen so auf ja Verteidigung und so aus, wenn man ja. Obwohl, ich muss mal kurz gucken. Wollte hier. Warte mal. So, jetzt gehen wir mal auf ihren Status. P-Angriff 536. P-Verteidigung 440. Okay. Sollen wir das mal ausrüsten? 544, ja, okay. Tut sich auch ein bisschen auf Abwehr, ja. Ja. Beeinflussen, okay, da hinten sehe ich schon mal ganz Auffälliges. Das heißt, auch Stärke ist jetzt nicht so verkehrt. Letztendlich. Okay, jetzt im Moment vielleicht nicht so, weil
Verteidigung zu füllen A sind, aber naja. Ich habe kein Gericht mehr, gut. Danach haben wir sogar genug Geld, finde ich gut. So, ich hoffe, die anderen Gegner, okay, die sind weit genug weg. Meine Katze ist zurückgekehrt. So. So, weiter. Nee, geh mal irgendwo anders suchen. Hier in den Kijara-Fällen. So, da wir sowieso nicht so viel Sachen kommen, so erfahrungsmäßig und so, würde ich sagen, wir machen mal das hier alles an. B-Verteidigung, A-Verteidigung. Für den Bosskampf. Weil so viel Erfahrung und so bekommt man nicht, deswegen kann man direkt so. Boah, geh weg, ich möchte nicht noch gegen dich kämpfen, ja. Sehr schön. Kann ich ihn auch von hinten angreifen? So, Strahlenohren. Bei Gott, deswegen alles Resistenz. Ich kenne dich. Oh nein, du bist das Viech. Oh nein, du bist das Ding. So, Portal, sehr gut. So einfach schnell Dinge einsetzen. Ich hatte eine Ding, hat mir so näher auf die Nerven gegangen ist im ersten Teil, ne? Ich wollte schon sagen, so was will ich mal einsetzen, aber bringt es irgendwie gar nicht. Da! So, Elvin, komm mal her. Aua, aua. Ja, und natürlich macht dicke Schaden. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut. Hör auf, Dingens einzusetzen, Mann. So. Oh Mann. Ja, das finde ich jetzt genauso nervig wie früher. Alter, dabei habe ich noch so ein Gericht hier an. Warum ist natürlich genauso nervig wie im ersten Teil? Mein Gott. Ich glaube, ich setze lieber diesen Angriff ein. Mein Gott, zieht verdammt viel ab. Oh, sehr schön. Ja, ich könnte vielleicht auch Rowan einsetzen. Wegen seiner Fähigkeit. Treffen wir ihn überhaupt? Ich glaube schon. Oh Mann. Oh Gott, was? Ernsthaft? Ich kann gerade nichts machen, alle sind verwehrt. Okay, das ist übel. Guckt euch das an. Das ist doch nicht mehr normal. Ma. Er hat ein Viech, das war nur so locker und dann kommt das um die Ecke und meine Katze ist so gehört, wunderbar. Wisst ihr was, ich habe so richtig Bock. Gehen wir erstmal zu Mila Schrein. Gehen wir zu Mila Schrein erstmal. Hey, jetzt habe ich wieder alles erkunden, ey. Dafür nehme ich jetzt aber die kleinen Viecher hier alle mit. So, 50% mehr Elementarerz, sehr schön. Aber Elementerz. Was muss ich hier töten? Heilige Asche. Also, Giftpilz Goblin, Chirpi und Schmetterling. Giftpilz Goblin, Chirpi und Schmetterling, sehr schön. Das kann ich mir merken, glaube ich. Ey, verstehe ich nicht. Warum machen das ein Viech auf einmal so sehr viel mehr Schaden?
gibt's doch nicht. So. Ja. Das muss ich immer noch ein bisschen trainieren. Das gibt's doch einfach nicht. Mein Gott. Da habe ich glaube ich schon oft gesagt, jetzt aber egal. Könnt so heulen. Wodurch sollen wir noch viel stärker werden, ey? Ich tue schon so gut wie gar keinen Kampf mehr auslassen. Okay, das ist gelogen, aber wie schon mal ich meine. Ey. Sehr schön. Vor allem, das ist genau gleich, wie ich mir so auf den Nerven gegangen ist im ersten Teil. Hey, nice fight. Warum? Guess who just got stronger. I'll keep getting better. Warum? Warte mal, ich muss noch mehr gegen euch kämpfen. The element of surprise. Ist ja einer haben wir so ungefähr geschafft und dann kommt der nächste Mac und macht uns fertig. Oh, was? Hey, der war am Boden, Mann. Oh, das war gut. Kann ich ruhig miteinander verbinden, Ludger und Elise. Noch keine Angst voneinander haben, warte mal. Ja, die sind ja kurz davor, irgendwie ein Level up zu haben. Ja, Freundschaft. So, warte mal, meine Katze. Habe ich noch mal nicht nachgeguckt. Okay. Kijafelle. So. Auf der kann als gemeldet werden. Ist gemeldet. Mein Gott, als erledigt gemeldet werden. So, wir gehen jetzt erstmal einen Schnelldurchlauf durch. Warte mal, die Katze muss ich noch holen. Ah. Wie langsam das war. So, ich möchte mal diese Attacke sehen. Puffklinge. Puff, puff. Sehr schön. Sehr schön. Okay, wir kriegen aber gute Erfahrungspunkte, finde ich. Da würde ich gerne ausrüsten. Cool und elegant. Okay, ich glaube, das ist, wenn man Dingens hier oft miteinander verbindet. Oh nee, warte mal. Ha! Nee, doch nicht. Ich dachte, ja, immer noch die beiden dann. Die Katze, die Katze, die Katze. Muss die Katze noch holen, Mann. Ah, geh weg. Warte mal, gegen dich muss ich kämpfen. Und Giftschachtel brauche ich auch noch für irgendwas. Ich weiß noch nicht mehr für was. Das ist gut, ne? So, Nors haben wir wieder. So, dann nehmen wir dich noch mit. Wie manchmal in den ganzen Part nicht viel erreicht wird, ne? So, komm her. Das wird wehtun, glaube ich. Wenn ich treffen würde, tue ich aber nicht. Verdammt. Und Poffklinge, Poff, Poff. Sehr schön. Werde ich wahrscheinlich wieder vorm Level ab vor der nächsten Aufnahme, mein Gott, egal, wieder umändern, was wir hier so lernen. Und schöne Feder, die braucht ich auch irgendwas, glaube ich. Brauche ich überhaupt noch hier? Egal. Für diese eine Mission, wo ich nicht genug Gegenstände hatte, so, da halten wir uns jetzt ganz weit entfernt.
Machen wir jetzt auf zu Milas Schrein. Vielleicht kommt ja noch etwas Geschichte dazu. Man weiß ja nie. Ey. Jo. Warum seid ihr denn schon wieder nicht verbunden? Verbindet euch doch mal, Mann. Habe ich irgendwie so was. Manchmal verbinden. Gibt's da nicht? Ich gleich wieder in den Kampf reingehe und du schon wieder nicht verbunden bist. Dann stimmt irgendwas nicht. Ah. So, Poffklänge. Wutsch. Boing, boing. Wieder haben wir so über die Klinge irgendwie geht und man es so eindeutig sieht. So, machen wir mal das hier. Wir kriegen ja, glaube ich, mehr Erfahrung und so. Ja, ich glaube schon. Soll ich öfter einsetzen? Auftrag kann als erledigt gemeldet werden. Sieger Schirpi, okay. Oder schiebt sie. Gut, da müssen nur die kleinen Vögel erledigt werden. Sehr schön. Danach müssten wir auch hoffentlich genug Geld haben. Und ja, dann wollte nicht. Können wir noch mal gegen das andere Viech versuchen zu kämpfen? Der gerade Klaue hieß sie, glaube ich. Oder da ist ein Schiff. Sie, wir machen mit der Story nächstes Mal weiter. Ja, irgendeinen anderen Aufwand. Ich habe ja immer noch das eine Vieh ist irgendwie Story abhängig, weil das irgendwie immens viele Punkte gibt. Und irgendwie eine Fragezeichen Location angegeben ist. Okay, ihr seid verbunden, sehe ich gerade. Das ist gut. So. Okay, so lange dauert das eigentlich nicht, bis das Ding aufgefüllt ist. Schon wieder. Konatil, Verbindungsfanatiker, sehr schön. Eine Fertigkeit erlernt. Wo ist? Wo war der? Oder es oder sie, weiß ich nicht. So. Dann ab zu Milas Schrein. Der müsste jetzt eigentlich hier sein. Das hat sich gereimt. Muhaha, ich bin gut. So. Irgendwas Neues? Nein, okay. Mein Gott, die Orangengummis, ne? Warum sind die immer so schnell weg? Warum verballert ihr alle eure Dinge so schnell? Da, guck sich da einer an. Machen wir mal so. Gibt's da nicht. So, ich speichere jetzt mal hier. Weil wer weiß, vielleicht kommt da irgendwas um die Ecke geflogen und so, was mich tötet. Ja, vielleicht muss ich da einfach nur einen Gegenstand finden. Das wäre natürlich sehr gut. Okay. Die ganze Gruppe ist hier anscheinend. Sehr gut. Oder auch nicht. Weil ja gerade Kampfmitglieder wieder ausgetauscht worden sind. Ich glaube, ich kann mich dann auch hier mal teleportieren, oder? Da wäre sehr gut. So, was? Bist du denn hier? Mini gefangen. Halt. Heilige Asche. Sehr schön. Und dann, na, warte mal, man konnte doch auch hier. Lassen wir erstmal. Ich kann mich von hier aus teleportieren, ne? Super. Gehen wir nach Trigap, dann können wir auch direkt die Schulden abbezahlen, finde ich. Aber machen wir noch nicht direkt weiter, ne? So. Erledigung melden. Ja, ich spreche das mal hier an. Wir bekommen Flamme. Ich glaube, danach können wir immer noch nicht Dingens unsere Schulden abbezahlen.
Wir sind schon direkt wieder neue Sachen, ey. Schwacher Abenteurer, okay. Vielleicht haben wir 47.907. Das ist, glaube ich, gut. Ich glaube, machen wir als nächstes dieses eine Viech nochmal. Ist hier jetzt was Neues? Wenn mal die Alliumkugel. Flamme. Sind die Feuerwehr Elementarsateure Wachstumsrate als Funke. Okay. Die wahrscheinlich sowieso alle hier und da willkürlich hier ausrüsten. So, gucken wir mal die ganzen Fähigkeiten und so. Vitalität, Geist und Geiststärken oder kritisch. Nein. So. Du hast noch nichts Neues. Du kannst nichts nehmen. War das. So, Jude. Du hast auch noch nichts. Leia, du hast verdammt viel Luftsprung, ja. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Das wäre auch gut, aber wir haben nicht genug Dinger. Darf ich sagen, in der nächsten Folge versuchen wir uns nochmal gegen die Gradig-Klaue. Die haben wir ja schon fast erledigt gehabt im letzten Part. Also nicht im letzten Part, beim letzten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.